Da sagt man doch immer, Blizzard sei ein so uninnovativer Entwickler. Dabei denken die sich doch jedes Mal neue Designs für ihre Collector's Editions aus. Okay, gut, stimmt nicht, zumindest nicht im Falle von StarCraft 2, sieht die Collector's Edition von Heart of the Swarm genauso aus wie die von Wings of Liberty. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, denn so kann man die beiden wenigstens im Regal nebeneinander stellen und es sieht gleich aus, ist ja auch das gleiche Spiel. Nur dass Heart of the Swarm nun das zweite Kapitel ist der StarCraft 2 Saga sozusagen. Deshalb kostet es auch ein bisschen weniger. Die normale Version von Heart of the Swarm gibt es für ungefähr, je nach Händler, 35 bis 40 Euro. Die Collector's Edition kostet so 70 bis allerhöchstens 80 Euro. Wenn jemand mehr als 80 Euro dafür will, anzeigen. Die erste Version, die Collector's Edition des ersten Teils, hat damals so 85 bis 90 Euro gekostet, kann sogar 100 Euro gekostet haben. Also man sieht, es ist schon deutlich billiger geworden. Was da jetzt drin steckt, ob sich das auch mit Wings of Liberty messen kann, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Und tun wir hier die alten Sachen weg. Zunächst gäbe es mal hier auf dieser Schachtel hinten ein Zettelchen, das anzeigt, was alles drin ist. Das brauchen wir in diesem Fall aber nicht, denn da schaue ich ja jetzt rein. Schachtel funktioniert genauso wie bei Wings of Liberty als Schiebeschachtel mit Deckel. Und das erste, was einem hier ins Auge sticht, ist das Artbook. Das darf in keiner Collector's Edition fehlen. Und ich werde nimmer müde, es zu sagen, langsam könnte ich es auf ein Tonband aufnehmen. Ein Artbook ist immer was Nettes, was man sich einmal durchschaut. Aber man muss sowas schon sehr, sehr mögen, um es auch ein zweites Mal anzuschauen. Denn es ist sehr schön gemacht, hat, wie gesagt, 144 Seiten, zeigt darauf diverse Artworks aus StarCraft 2. Aber sowas, naja, das schaut man eben einmal durch und findet es dann schön und legt es dann wieder weg. Oder wenn man wirklich Spiele mag und auch Gäste hat, die Spiele mögen, legt man es vielleicht mal auf den Kaffeetisch, wenn ein Besuch kommt. Vielleicht nicht unbedingt bei Tante Gretchen, aber bei so ein paar anderen Kumpels. Aber ist eben eine Standarddreingabe, gut gemacht, aber nichts Besonderes. Dann haben wir hier ein Mauspad der Zerg-Invasion. Sehen wir ein paar Zerg-Einheiten drauf. Das ist eine nette Idee, würde ich mir so vielleicht sogar an den Rechner legen. Man muss aber sagen, es ist nicht besonders hochwertig. Wer also Mauspads in E-Sport-Qualität oder ähnliches gewohnt ist, für den ist das eher nichts. Es ist aber immer nett designt und eine nette Dreingabe, wenn vielleicht mal das Profi-Mauspad kaputt geht. Oder wenn man zu Hause sogar überhaupt keins hat, kann man auch mal das hier benutzen. Dann haben wir hier natürlich das Spiel, und zwar in der kleinstmöglichen Schachtel der Welt. Nicht mal mehr eine DVD-Box gibt es, in der das Spiel liegt. Machen wir die mal auf. Da drin sehen wir einmal die Spiel-DVD und das Handbuch. Und eigentlich ist das Wort Handbuch schon ungefähr drei Nummern zu groß für das, was Blizzard hier beigelegt hat. Denn das ist eine sogenannte Kurzanleitung, die hier drin liegt. Und die besteht aus vier Seiten. Da steht im Wesentlichen drin, wie man StarCraft 2 installiert. Legen Sie die Spiel-DVD ein. Okay, das ist jetzt überraschend, würde ich sagen. Mehr gibt es leider nicht. Da war sogar das Handbuch von Wings of Liberty, das ja auch schon nicht so dick war, noch besser, weil das ein bisschen Hintergrundinfos zum StarCraft 2-Universum verraten hat. Das Handbuch von StarCraft 1 war damals noch viel besser, weil da sogar Infos zu den einzelnen Einheiten drin standen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr, sondern nur noch so eine kleine flatterige Kurzanleitung. Ich persönlich finde das immer sehr schade, denn ich war in der guten alten Zeit ein großer Freund von dicken, schön bebilderten Handbüchern. Aber gut, das werden wir wohl leider nicht mehr erleben. Nicht mal in der Collector's Edition für 70 Euro. So, schau mal weiter, was da so drin liegt. Es gibt Probeversionen von StarCraft 2, allerdings nicht von Heart of the Swarm, sondern von Wings of Liberty, also von der ersten Episode. Da kann man dann ausgewählte Einzelspielermissionen und bestimmte Mehrspielerkarten spielen. Wer alles sehen will, kann das Spiel dann upgraden zur Vollversion. Das ist was, wenn man Freunde mal reinschnuppern lassen will, ist es eine nette Sache. Nur halt schade, dass es nicht Heart of the Swarm ist, sondern der Vorgänger. Wäre nett, wenn sowas auch für Heart of the Swarm gäbe. Aber vielleicht kommt das ja noch von Blizzard. Außerdem haben wir hier die obligatorische Probeversion von World of Warcraft bis Level 20 kostenlos spielen. Also die ersten 20 Stufen, sozusagen die Free-to-Play-Version, ein bisschen die zusammengeschrumpfte von WoW. Wer also jemanden kennt, der das noch nicht kennt, und ich glaube, den gibt es auf dieser Welt nicht, der kann ihm das schenken. Dann haben wir hier natürlich die Spiel-DVD, da ist das Spiel drauf, aber wie gesagt, das ist ein sehr kleines, schmuckloses Schächtelchen. Schade drum, auf der anderen Seite, man will sich ja auch die schöne Collector's Edition ins Regal stellen und nicht das kleine DVD-Schächtelchen. Dann haben wir hier noch eine richtige DVD-Box und die wird wieder interessanter, denn darin liegen Making-ofs.
Und zwar, wenn wir den Zettel hier mal kurz rausnehmen, einmal auf Blu-ray und einmal auf DVD. Blu-ray hat natürlich ein bisschen bessere Bildqualität, man kennt's ja. Das Interessante daran ist, dass diese Making-of-DVD nicht nur eben, wie gesagt, 5 Making-of-Filme enthält, sondern auch alle 11 wichtigen Zwischensequenzen aus dem Spiel. Wer sich also richtig die Spannung auf die Kampagne verderben will, der kann die alle 11 anschauen und weiß dann schon, was in Heart of the Swarm passiert. Sehr schade ist allerdings einerseits, dass die Zwischensequenzen nicht auf Deutsch vorliegen. Man kann lediglich deutsche Untertitel zuschalten. Eine deutsche Sprachausgabe gibt es nicht. Und diese Untertitel sehen noch dazu wirklich nicht hübsch aus. Sehr grob, sehr pixelig, wenn man das auf dem Monitor hochgezogen anschaut, also nicht irgendwie auf einem kleinen Bildschirm, sondern schön groß auf dem Fernseher, zumindest in der DVD-Version, sind die Untertitel alles andere als hübsch. Deutsche Sprache gibt es, wie gesagt, überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr schade. Da würde ich mir in der deutschen Collector's Edition doch schon ein bisschen was anderes wünschen. Immerhin gibt es dazu einen Regiekommentar, wo die Entwickler nochmal erzählen, was sie sich bei den Zwischensequenzen gedacht haben. Das ist eine nette Sache, das kann man sich, wenn man die englische Sprache beherrscht, dann schon mal anschauen. Die 5 Making-of-Videos, die drauf sind, sind ebenfalls nett anzuschauen. Da wird dann zum Beispiel genauer erklärt, wie der Editor von StarCraft 2 funktioniert, also der Level-Editor, oder wie die Zwischensequenzen gemacht wurden. Das Blöde ist allerdings, auch die Making-ofs gibt es nur auf Englisch und dann noch dazu ohne Untertitel. Also da kann man nicht mal deutsche Untertitel zuschalten. Und auch das ist wirklich sehr, sehr schade. Wer des Englischen also nicht komplett mächtig ist und auch Amerikaner, die sehr schnell sprechen und teilweise undeutlich sprechen, ist kein Vorwurf, kann aber passieren. Wer das nicht unbedingt versteht, für den sind diese Making-ofs dann natürlich auch nicht so besonders toll. Auch da hätte ich mir bei einer deutschen Version dann ein bisschen was Schöneres und Deutscheres erhofft. Also eine deutsche Sprachausgabe oder zumindest Untertitel. Außerdem liegt auf der DVD noch ein bisschen Kleinkram, zum Beispiel ein Feature Reel, also sozusagen eine Bildfolge mit Musik unterlegt, mit Artworks. Das ist jetzt ehrlich gesagt nichts, was man sich anschauen muss, aber es ist so schön meditativ, ungefähr wie die Space Night im Bayerischen Rundfunk. Da kann man sich davor setzen und einfach mal nicht denken. So viel dazu. Außerdem, und das ist schon das Letzte, was hier zumindest körperlich, physisch in dieser Collector's Edition ist, haben wir hier den Soundtrack auf CD. Sind 11 Lieder insgesamt, wie ich finde, auch sehr schön zum Anhören. Die Blizzard-Soundtracks sind allgemein immer sehr, sehr nett für Freunde von entweder Fantasy-Musik oder von Science-Fiction-Musik. Also wie gesagt, wenn man das mag, kann man sich das sehr gut anhören. Ich finde den Soundtrack ganz gelungen. Der liegt hier auch noch bei. Dann enthält die Collector's Edition auch noch digitale Inhalte. Also für andere Blizzard-Spiele und für StarCraft 2. Für StarCraft 2 gibt es 3 exklusive Charakterporträts und einen Tarrasque-Skin für den Ultralisken. Dann wird der so pink und er sieht halt irgendwie besonders aus. Man kann also dann in Multiplayer-Partien einsteigen mit den Zerg und jeder sieht sofort, oha, der hat die Collector's Edition gekauft, weil seine Ultralisken hübscher aussehen. Es sei denn, sie sterben gleich, dann bringt es natürlich nichts. Außerdem liegt da drin ein exklusives Haustier für World of Warcraft. Das ist der Berstling, den kennt man ja schon aus Wings of Liberty. Ist eine Einheit der Zerg, also so eine kleine Explosive. Und den kann man sich dann in World of Warcraft nachlaufen lassen. Und schließlich für Diablo 3 gibt es Knochenschwingen. Die sind ungefähr wie die Engelsschwingen, die es in der Collector's Edition von Diablo 3 gab. Nur eben aus Knochen. Damit kann man dann den eigenen Charakter so ein bisschen so aussehen lassen wie Kerrigan, die Königin der Klingen aus Heart of the Swarm. Außerdem noch mit dabei ist ein exklusives Banner für die Flagge in Diablo 3. So, das ist die Collector's Edition von Heart of the Swarm. Das sind alle Inhalte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt es sich dafür 70 Euro auszugeben? Denn das ist schon eine ganz schön stolze Summe. Wie gesagt, ungefähr 30 Euro mehr als das eigentliche Spiel bzw. die normale Verkaufsversion kostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich selber würde es sich nicht unbedingt lohnen. Ich finde zwar die Ingame-Inhalte, also die Knochenschwingen, den Berstling, den Ultralisken-Skin, all das finde ich sehr, sehr nett. Das gibt es aber auch in der Digital Deluxe Edition, also der rein digitalen Collector's Edition von Wings of Liberty, die man ebenfalls kaufen kann und die dann nur 55 Euro kostet. Wer also lediglich Wert legt auf diese Ingame-Inhalte, der kann auch die rein digitale Download Collector's Edition kaufen. Für die 15 Euro, muss ich kurz rechnen im Kopf, 70 minus 55, 15 Euro Aufpreis, bekommt man in diesem Fall eben noch die Making-ofs und das Artbook.
Ich finde, das ist schon ein ganz schön stolzer Preis insgesamt. Ich würde es nicht unbedingt ausgeben. Andererseits, wer schon die Collector's Edition des ersten Wings of Liberty im Regal stehen hat, der möchte sich bestimmt auch die Collector's Edition von Heart of the Swarm daneben stellen. Und da ist es ihm auch nicht so wichtig, wie viel sie kostet.